Vielen Dank, Nadja. Einen schönen guten Abend, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Heute werde ich über digital unterstützte Projektarbeit sprechen. Ich habe dazu eine Präsentation vorbereitet. Aber keine Angst, das wird ganz wenig Theorie geben. Ich habe mir gedacht, ich möchte konkrete Beispiele betrachten und Idee und Impulse für die Projektarbeit geben. Wie wichtig Projektarbeit im Deutschunterricht ist, werde ich nicht lange sprechen, das wissen wir alle. Ich möchte kurz erläutern, was Mikro- und Makroprojekte sind. Mikroprojekte ergänzen die Arbeit mit dem jeweiligen Lehrwerk, sind an den globalen Lernzielen der Lektion orientiert und machen handlungsorientiertes Lernen möglich. Sie werden normalerweise innerhalb von einem Tag oder einer Unterrichtseinheit durchgeführt. Makroprojekte gestalten den längerfristigen, fächerübergreifenden Lernprozess. Sie können auch an einem Projekttag gemacht werden, benötigen aber meistens mehr Zeit. Nehmen mehr Zeit in Anspruch. Es könnte sogar eine ganze Projektwoche gestaltet werden. Mein Beispiel habe ich dem Online-Kurs der LL4 entnommen. Das heißt, der LL heißt Deutsch Lehren Lernen, ist eine Reihe von Lehrwerken und entsprechenden Online-Kursen vom Goethe-Institut für die Deutschlehrer. Die LL4-Einheit heißt Aufgaben, Übungen und Interaktion. Und aus dem Kapitel Komplexe Lernaufgaben, Projekte habe ich Ideen für mein PEP geholt. PEP heißt Praxiserkundungsprojekt. Falls jemand Fragen hat, können Sie sich gerne melden. Ansonsten erkläre ich ganz kurz, was ein PEP ist. Am Ende jedes Online-Kurses, jede DLL-Einheit gibt es eine praxisorientierte Aufgabe. Die Lehrerinnen und Lehrer in Prelims in drei Gruppen sollen einen Webunterricht durchführen und ganz genau beobachten und prüfen eine Idee aus dem Kurs. Eine Hypothese stellen. Das heißt, eine Frage stellen, was sie prüfen möchten und Materialien und den Unterricht vorbereiten und dann nachbereiten und analysieren, was gelungen hat, was gelungen ist, was nicht gelungen ist, was könnte man vielleicht beim nächsten Mal noch verbessern. Mein Web war also ein Literaturprojekt. Und ich wollte prüfen, was passiert, wenn man den Frontalunterricht zum Teil durch Partnerarbeit ersetzt. Meine Zielgruppe war Erwachsene, eine Mikrogruppe, nur zwei Personen. Und ich habe mit ihnen an einem Unterricht zwei Mini-Projekte sozusagen unter einem Dach durchgeführt. Und anhand von diesem Praxiserkundungsprojekt werde ich Ihnen über mein heutiges Thema berichten. Der erste Teil, das erste Mini-Projekt hieß Schöne Frauen mit schönen Katzen und war komplett analog. Es gab folgende Schritte. Zuerst sollten die Teilnehmer ein Mindmap erstellen zum Thema schöne Frauen und schöne Katzen. Danach gibt es die gegenseitige Befragung, eine Ping-Pong-Aktivität. Danach haben die Teilnehmer das Gedicht gelesen und sollten bestimmte Wörter im Gedicht unterstreichen. Dazu gab es Blättchen mit den Aufgaben. Danach haben die Teilnehmer
Informationen im Gericht mit dem Mindmap verglichen und konnten gegebenenfalls Mindmap ergänzen. Und als Fazit zum Schluss haben wir über Ergebnisse gesprochen. Hier sind einige Fotos von dem Unterricht. Also Mindmap, schöne Frauen und schöne Katzen und vier Punkte Charakter. Wir sehen die beiden Gruppen. Was machen sie gern? Das Aussehen, das Äußere und was schätzen sie? Die Ping-Pong-Aktivität war den interessanten Fakten über Katzen gewidmet. Die Teilnehmer sollten einander befragen und die richtigen Antworten aufschreiben. Das Gedicht hieß Schöne Frauen mit schönen Katzen und war ziemlich kompliziert. Es war sehr schwierig, Wort für Wort alles hundertprozentig zu verstehen. Und zur Semantisierung, als Hilfe sollten die Teilnehmer das Gedicht durchlesen und bestimmte Wörter markieren. Mit blau, grün oder rosa Farben. Es gab zwei Varianten für Partner A und Partner B. Und ja, noch ganz kurz zurück. Ich habe hier markiert, was fehlt noch. Das heißt, es gab einen Mangel an Semantisierung. Als Fazit habe ich dann im Webprojekt geschrieben, dass es nicht genug Semantisierung gab. Für die erwachsenen Lernenden ist es besonders wichtig, dass sie alles ganz genau verstehen. Dazu werde ich noch ein bisschen später sprechen. Jetzt kommen wir zum zweiten Teil meines Projektes. Der war schon teilweise digital und bestand aus folgenden Schritten. Das war ein Lautdiktat. Die Wörterassoziationen sollten die Teilnehmer sammeln. Mit Hilfe von diesen Wörtern sollten sie den Begriff erraten. Danach haben sie den Begriff definiert, indem sie eine Rückendiktataktivität gemacht haben. Dann haben sie ein Video gesehen und jeder von ihnen hat zwei Fragen beantwortet. Und danach visualisierten sie ihre Ergebnisse zum Thema des zweiten Teils, indem sie ein Plakat erstellten. Ich habe hier mit Absicht Fragezeichen gemacht, weil ich jetzt mit Ihnen ein kleines Ratespiel durchführen möchte. Und zwar ein Laufdiktat, die Begriffe sind schon bereit. Beobachten, spielen, wohnen, essen, zusammen und kuscheln. Und ein Oberbegriff, Kätzchen und Menschen. Meine Frage also ist, wie lautet der Name des zweiten Teils meines Projektes? Haben Sie Ideen? Es ist ein Nomen, ein Substantiv und hat mit dem Thema Frauen und Katzen zu tun. Sie können gerne Ihre Vermutungen in den Chat schreiben. Es ist nur ein Wort. Was könnte Kätzchen und Menschen heißen? Und mit folgenden Wörtern etwas zu tun haben. Beobachten, spielen, wohnen, essen, zusammen. Und kuscheln.
Familienmitglieder leider nicht. Ich könnte eine Hilfe geben. Es ist ein Ort. Zu Hause auch nicht. Das wäre dann zu einfach. Sofa, oh, eine schöne Idee, auch nicht. Es ist ein Ohr, etwas größer als ein Sofa, aber ein Sofa könnte es dort auch geben. Wohnzimmer, noch ein bisschen größer. Genießen ist ein Verb, passt ganz gut dazu. Für die Leute, die gerne Katzen haben, die gerne mit Katzen kommunizieren. Club der Katzen. Ja, das könnte man so nennen. Es ist eine Art Club, heißt aber ein bisschen anders. Man geht also dorthin und bezahlt Geld. Zusammenleben. Ein substantiviertes Verb? Nein, leider nicht. Zoo? Auch nicht. Katzencafé, genau. Kätzchen und Menschen ist eines der Katzencafés in Moskau. Und ja, und ist ganz toll. Es gibt inzwischen Katzencafés auch in St. Petersburg. Das war, glaube ich, das erste Katzencafé in Russland. Und jetzt gibt es inzwischen auch in Moskau zwei, drei Katzencafés. Ja, die gibt es auch in Deutschland, in Frankreich, in Japan. Japaner haben Katzen ganz gerne. Es ist oft eine Art Anti-Café. Man bezahlt also nicht für das Menü, sondern für die Zeit. Man kommt ins Café und bestellt sich Kaffee und Kuchen und kann dann mit den Katzen kommunizieren. Aber so ist es in St. Petersburg und in Moskau. Es gibt wahrscheinlich auch andere Arten von Katzencafés. Ja, jetzt kommen wir weiter zu meinen Fotobeispielen. Ein Rückendiktat, Katzencafés. Hat jemand Fragen, was ein Rückendiktat ist? Also wenn nicht, dann erkläre ich ganz kurz. Ein Text wird in zwei Teile geteilt. Das heißt, was Partner A hat, hat Partner B nicht. Und was beim Partner B auf dem Blatt steht, hat Partner A nicht. Die zwei Personen stellen sich Rücken an Rücken, so dass sie die Blätter voneinander nicht sehen können und diktieren sich gegenseitig den Text. Und am Ende entsteht dann ein kompletter Text, den auch zu zweit gegenseitig geprüft und korrigiert werden kann. So. Das Hör- und Sehverstehen. Es gab ein schönes Video, Katzencafés erobern Europa, auf der Webseite von Deutsche Welle. Leider habe ich jetzt den Zugang nicht mehr gefunden. Und es gab auch leider keine Möglichkeit, das Video herunterzuladen von der Webseite. Aber ich glaube, man kann so ein paar schöne Videos im Internet, zum Beispiel auf YouTube, finden. Es gab zwei Fragen für jeweils jeden Partner zu diesem Video. Und danach als Ergebnis gab es ein Plakat. Hier noch eine kleine Bemerkung. Viele erwachsene Lerner zeichnen nicht gern und besonders diejenigen, die Schulkinder haben. Da habe ich öfters gehört, ach bitte nicht malen, nicht ausschneiden, nicht zeichnen. Wir machen das für unsere Kinder. Also deswegen sieht das Plakat so bescheiden aus. Aber die Idee
kann man schon sehen. Warum gehen Leute in die Katzencafés? Und jetzt kommen wir zum nächsten Teil meiner Präsentation. Der Teil wird der digitalen Unterstützung gewidmet. Digital unterstützen, aber nicht zu viel. Das heißt, immer aufpassen. Wenn ich als Lehrer digitale Medien in meinem Unterricht einsetzen möchte, soll ich immer beachten und mich fragen, ob es wirklich hilft, ob diese Medien wirklich helfen, den Lernenden schneller und effektiver ans Ziel zu kommen, oder möchte ich sie nur amüsieren. Also immer aufpassen, dass man dann nicht alles verwendet, was man gerade gelernt, gesehen, heruntergeladen oder gekauft hat. Immer vorsichtig. Und jetzt sind die konkreten Ideen zum ersten Teil. Eine Mindmap kann man mit Hilfe von einer der Webseiten digitalisieren, also online machen. Ja, ich sehe gerade die Links von Nadja Blust, Koto-Café in Moskau. Ich war dort, ein sehr schönes kleines Café. Ja, und jetzt die Ideen, die Mindmap. Gegenseitiges Fragen kann man in Form von einem Quiz machen. Zum Beispiel auf der Internetseite von Online Quiz Creator. Wörter markieren kann man nicht nur auf dem Blatt Papier, sondern auf Learning Apps. Man kann dazu eine entsprechende Aufgabe gestalten, wo bestimmte Wörter markiert werden sollen. Über Ergebnisse sprechen. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, wie man online über Ergebnisse sprechen kann. VoxoPop, eine schöne Internetseite. Es gibt manche Schwierigkeiten mit der Installierung, mit der Registrierung, mit dem sich anmelden. Also technische Schwierigkeiten, wenn man eine Person fragen kann bezüglich dieser technischen Schwierigkeiten, dann klappt das ganz super. Das Interface ist ganz einfach. Also man kann virtuelle Dialoge gestalten. VoiceThread ist, soweit ich weiß, nicht komplett kostenlos im Vergleich zu VoxoPop, aber das geht technisch einfacher. Und man kann immer wieder soziale Netzwerke mit einbeziehen oder in einem Messenger einen Gruppenchat erstellen. Aber vorsichtig damit, besonders wenn man mit Schulkindern arbeitet. Es ist nicht immer erlaubt für die Lehrkräfte und auch für die Schulen, dass man die Telefonnummern austauscht. Also als Lehrer sollte man diese Frage zuerst klären. Statistik. Eine alte gute Statistik kann nie schaden. Auf der Webseite von Statista, die auch teilweise kostenlos ist, gibt es eine Menge von Statistiken. Mein Beispiel hier ist Anzahl der Katzen in der Schweiz in den Jahren 1995 bis 2016. Es gibt viele kostenpflichtige Statistiken, aber man kann fast zu jedem Thema irgendeine kostenlose Variante finden. Und Mangelbeseitigung. Es gab, wie ich schon gesagt habe, nicht genug Semantisierung zu dem Gedicht in meinem Unterricht. Und dazu habe ich drei Vorschläge. Quizlet, eine Webseite, wo man vor allem die Wörter trainieren kann und Online-Übungen, Online-Sets erstellen und die Wörter trainieren. Ein Übungsgenerator, zum Beispiel vom Goethe-Institut.
man kann, also verschiedene, vom Goethe-Institut kann man drei Typen der Aufgaben erstellen: Lückentext, Zuordnungsaufgabe und noch weiter. Und man kann den Stoff, das Material zusätzlich trainieren lassen. Und man kann auch im Internet recherchieren und zusätzlichen Lesestoff zum Thema sammeln, anpassen, vorbereiten und im Unterricht anbieten. Zum zweiten Teil gibt es auch einige Ideen. Laufdiktat kann man mit Hilfe von dem QR-Code durchführen. Also statt Blättchen oder Zettelchen an die Wand zu kleben, kann man die QR-Codes ausdrucken und kleben und sie fotografieren lassen. Noch eine zweite Möglichkeit für das Laufdiktat ist die Webseite von Learning Apps. Man kann eine Aufgabe machen, wo man die Wörter suchen soll. So sieht die Aufgabe aus und so sieht die Lösung aus. Und bereits sind die Wörterassoziationen zum Begriff erraten. Brückendiktat kann man mit Hilfe von der Webseite Listen and Write vorbereiten. Es gibt inzwischen 4 Modus auf dieser Seite. Man kann den ganzen Text hören und aufschreiben lassen oder auch einzelne Wörter ergänzen lassen oder auch nur eine Korrektur-Mode verwenden, wo man nichts selbst schreiben soll oder fast nichts, sondern nur korrigieren. Auf diese Weise kann man die Aufgaben für die Lehrer vom verschiedenen Niveau anpassen. Also nicht nur für die Leistungsschwächeren, sondern auch für die Leistungsstärkeren. Und man könnte auch eine Binnendifferenzierung damit machen. Ein Video mit Einblendungen kann man auch auf der Seite von Learning Apps finden. Man kann die Fragen aufschreiben und die Lerner werden diese Fragen beim Video ansehen beantworten oder nach dem Video ansehen. Weitere Ideen: Was kann man statt Poster machen? Man kann zum Beispiel selbst ins Katzencafé gehen, Videos mit dem Smartphone machen oder Fotos und danach dokumentieren. Also das heißt, Fotos und Videos ins Internet stellen oder ausdrücken und an die Wand kleben im Klassenzimmer, im Klassenraum. Man kann einen Videobericht über eigene Katze erstellen oder über eine Katze eines Freundes. Man könnte auch eine Collage machen und ausdrücken oder online veröffentlichen. Und man kann auch den Lernenden die Möglichkeit geben, dass sie selbst die Präsentationsform wählen. Von einer Collage bis zu einem Mini-Theaterstück. Ja. Ich habe Ihnen, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, hier einige Ideen vorgeschlagen, was man mit den Projekten machen könnte. Und jetzt möchte ich Sie fragen, ob Sie sich schon vorstellen könnten, ein Projekt, zum Beispiel ein schon vorhandenes Projekt, die Sie gemacht haben oder machen möchten, noch zusätzlich digitalisieren. Bitte klicken Sie auf die Männchenfigur. Rechts gibt es Pfeile nach unten und da gibt es diese Zeichen. Stimmt nicht zu? Nein, es ist mir zu schwer, ist mir zu langweilig oder ich sehe keinen Sinn, ist methodisch gar nicht begründet. Oder dann stimmt zu? Grün mit Häkchen, ich könnte es schon mal probieren. Da habe ich
Interesse dazu. Und Applaus, das möchte ich unbedingt machen. Ja. Die meisten könnten das mal probieren. Das freut mich. Ja, ich mache Applaus. Also das möchte ich noch einmal unbedingt machen. Polen, aus der Ukraine, Weißrussland, Deutschland, Italien, Griechenland, Slowenien, ja, Wladimir, von wo kommen Sie her? Haben sich sehr aufmerksam auf dich gehört und natürlich viele Ideen geschöpft. Du hast mehr als 10 komplexe Ideen zu einem oder zum kleinen, zu den 2 Mini-Projekten uns gegeben. Ah, gut, Bosnien-Herzegowina, danke Wladimir. Und ich bin gespannt, ob unsere Kolleginnen auch das sowas im Unterricht machen. Natürlich.